Herzlich willkommen zu meiner neuen Videoserie. Das Thema ist wieder einmal Programmierung, und zwar dieses Mal ganz ohne Hardwarebezug. Ich habe schon oft MicroPython in Zusammenhang mit fortgeschrittenen Mikrocontrollern verwendet. Diesmal verwende ich den großen Bruder davon, Python 3. Alles, was ich zeige, ist unter Mac, Windows und vermutlich auch Linux lauffähig. Wenn du schon Grundkenntnisse in MicroPython oder Python hast, solltest du den Videos problemlos folgen können. Wenn du Erfahrungen in einer anderen Programmiersprache hast, sollte es mit etwas Zusatzaufwand ebenfalls möglich sein. Wenn man eine Programmiersprache näher kennenlernen will, muss man sich mit ihr beschäftigen. Der traditionelle Weg, Python zu lernen, erfolgt über Grundlagen wie Schleifen, Datentypen, Klassen und Objekte. Danach folgen oft praktische Übungen zum Thema Datenanalyse. Aber machen statistische Auswertungen dem Hobbyprogrammierer wirklich Spaß? Glaube nicht. Deshalb entwickeln wir hier Spiele. Wenn du jetzt aber großartige Spiele erwartest, muss ich dich leider enttäuschen. Schließlich sollen auch Python-Anfänger in der Lage sein, die Beispiele zu verstehen und eigene Ideen zu realisieren. Wir bleiben also bei einfachen 2D-Spielen, die es uns erlauben, mit den Grundlagen zu experimentieren. Wir verwenden die Pygame-Bibliothek, die einen einfachen Einstieg ermöglicht. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Um den Einstieg noch mehr zu vereinfachen, habe ich einige zusätzliche Module geschrieben, die wir hier einsetzen. Ich nenne diese Pygame-Tools und baue sie ständig aus. Alle Möglichkeiten von Pygame bleiben dabei aber erhalten. Das erste Video befasst sich mit der Installation von Python und einer Entwicklungsumgebung. Ich verwende die PyCharm Community Edition, eine professionelle Entwicklungsumgebung, die für Windows, Mac und Linux verfügbar ist. Du kannst selbstverständlich andere Entwicklertools, wie zum Beispiel Visual Studio Code, verwenden. Mache das aber nur, wenn du die Tools wirklich gut kennst. In dieser Serie entwickeln wir 4 Programme. Das erste ist eine einfache Uhr. Dabei lernst du, wie man mit Pygame Text und Grafik auf den Bildschirm bringt. Die Uhr läuft in Echtzeit und zeigt Sekunden, Minuten und Stunden an. Wir haben eine analoge Ausgabe mit 3 Zeigern und zusätzlich eine digitale Ausgabe, die auch noch das Datum anzeigt. Danach bilden wir ein Tutorial aus der Pygame-Dokumentation mit unseren Mitteln nach. Der unglückliche Schimpanse, der immer mal wieder von einer Faust getroffen wird, kann schon als einfaches Spiel durchgehen. Du lernst dabei, wie man Grafik- und Sounddateien in das Spiel einbringt. Diese bewegen sich auf dem Bildschirm, die Faust kann mit Tastatur oder Maus gesteuert werden. Außerdem gehen wir der Frage nach, wie man eine Kollision zwischen Faust und Affe erkennt. Im dritten Programm kämpfen wir gegen Aliens. Das Raumschiff lässt sich mit den Pfeiltasten bewegen und soll sich den von rechts kommenden Aliens in den Weg stellen. Neu ist die Anzeige der Punktzahl. Außerdem bauen wir eine kleine Benutzeroberfläche mit Text auf. Diesmal spielen wir auch Hintergrundmusik ab. Im letzten Projekt dieser Serie bauen wir ein einfaches Jump-and-Run-Spiel. Der Spieler rennt über eine Wiese und muss dabei Kakteen überspringen. Die Kakteen sind verschieden groß und erscheinen in unregelmäßigen Abständen. Der Spieler ist animiert und besteht aus einer Serie von Bildern, die hintereinander abgespielt werden. Die vollständigen Projekte können von GitHub heruntergeladen werden. Dabei sind auch alle Grafik- und Audiodateien dabei.
Ebenfalls enthalten ist eine Beschreibung, wo du sie und viele andere Dateien bekommst. Wie geht es danach weiter? Das weiß ich auch nicht. Ich möchte zuerst abwarten, wie die Serie ankommt. Die Kombination von Pygame und PyMonk, einer Physikbibliothek, ist vielleicht interessant. Die Objekte können sich dann viel realistischer verhalten, da wir mit Schwerkraft und Masse arbeiten können. Das ist allerdings Zukunftsmusik. Im nächsten Video werden wir uns zuerst um die Installation der notwendigen Programme kümmern und danach beginnen wir mit einer einfachen Uhr.